Hallihallo. Wie ihr es schon gesehen habt, gibt es heute aber wirklich einen XXXL Wessen Kreativhall. Daraus resultierend, dass Wessen Kreativ hergegangen ist und zu Black Friday über 8000 Artikel um 80% billiger verkauft hat. Ja. Hast jetzt im Endeffekt vereinfacht gesagt, wenn etwas 5 Euro kostet hat, früher habe ich jetzt 1 Euro gezahlt. Wenn etwas 10 Euro kostet, habe ich 2 Euro bezahlt. Bei 15 Euro habe ich nur 3 Euro bezahlt und bei 20 nur 4. Ja, ich habe geshoppt, ich sag's euch. Es sind einige Sachen mitgegangen, so Basten, Kleber bzw. Versiegelungszeichsel. Aber natürlich hauptsächlich Stempel. Und ich kann jetzt auch wirklich sagen, hauptsächlich von einer Firma. Ja, die was im Normalfall echt viel kosten und wo ich mir immer nur vereinzelt welche kaufe. Und da habe ich jetzt halt wirklich zugeschlagen. Ich habe im Prinzip mein Bastelbudget so bis, ja, was ich halt dann eigentlich so ins nächste Jahr schon geplant habe, habe ich ausgegeben. Aber bei sowas muss man zuschlagen. Also ganz ernsthaft. Preise selber sage ich bei den Artikeln jetzt nicht mehr, weil es eh nichts bringt. Das Sale ist schon lange vorbei. Und ja, von dem her, das habe ich mir jetzt nicht angetan, da überall die Preise noch umzuschreiben und außerzusuchen. Und jetzt fange ich einfach an, weil schon schwer das Video ein Monster-Video. Ich fange jetzt mal mit den Sachen an, die was jetzt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unspektakulär sind. Ich habe mir das Holzbrettl da mitbestellt. Also eigentlich ist ein Tableau, ein Mini-Tableau. Hat da so Blümchen ausgefräst sozusagen. Und das habe ich mir eigentlich mitbestellt, so ja, für irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstelle, aber zumindest werde ich es vorher verschönern. Und vielleicht kommt es dann in die Küche abi oder ja, weiß ich noch nicht. Mir hat es aber ganz gut gefallen, hat eine nette Größe. Und deswegen habe ich mir das mitbestellt. Das hat jetzt, glaube ich, wirklich, ich glaube, nicht mal 2 Euro gekostet. Ja, dieses hier. Dann habe ich eh schon gesagt, sein Basten und was gut was alles mitgegangen. So. Ja, jetzt sehen wir da mal drei rote Tägerlein. Und zwar ist das Betonbaste. Habe ich mir in drei verschiedene Farben bestellt. Das ist von, ist das Art Creations? Heißt die Firma so? Na, Royal Talents. Irgendeine dänische Firma. Und das ist eine deckende Betonpaste für einen echten groben Betonlook geeignet zur Verwendung auf Karton. Sehr gut. Holz, Stein, Glas, Styropor, Keramik und so weiter. Das heißt, ich kann es zum Beispiel auch für das kleine Holzbrettele hernehmen. Keine Grundfarbe erforderlich, nur für innen geeignet, vor Gebrauch umrühren, mit Pinsel oder Malmesser auftragen. Trocknungszeit hat sie 2 Stunden, beziehungsweise aushärten tut sie nach 24 Stunden. Und ich kriege mit dem Teil da, wenn ich es jetzt umrechne, einen halben Quadratmeter aus. Also sehr lang. Ja. Was habe ich mir das jetzt auch mal eben in dem Farbton damit bestellt? Dann einmal in dem, also eine Spur dunkler. Das schaut in der Kamera jetzt gar nicht so, na wohl, man sieht schon. Na. Und einmal eine ganz helle, also dass man da wieder den Unterschied sieht. Haben die Farben draufstehen? Taupe dunkel, hellgrau und schieferhell. Die drei haben mitlaufen. Ich habe jetzt einen Karton am Boden unten stehen, das heißt, ich muss da jetzt immer weit hinuntergreifen, damit ich meine Sachen da wieder reintun kann. Dann habe ich mir
von den kleinen Flaschen da. Das ist einmal Decoupage Textil. Transparent. Ich habe mir gedacht, für meine Servietten, wenn ich sie aufklebe, ist das sicher keine schlechte Möglichkeit. Jetzt mal gerade schauen. Geeignet für Servietten. Nur die oberste Schicht. Zeitungsausschnitte, Krepppapier, was haben wir da noch? Auf Textilien muss aber mindestens 50% Baumwolle sein. Ja, also einmal da Decoupage für Textil. Und das ist alles drei das gleiche. Das ist ganz normaler Decoupage-Kleber, matt trocknend. Und der geht auch für Servietten, Papier, Zeitungsausschnitte, Krepppapier, alles Mögliche. Ich nehme es eher zum Versiegeln her in dem Fall. Und da haben wir gleich drei mitbestellt. Weil bei den kleinen Flaschen, ja. So, da wieder hoch. Ja, Sticker die. So. Dann habe ich mal von der Martha Stewart einen Decoupage-Kleber. Ja. Sowas auch vorher zu kaufen, wenn es echt so günstig kriegst. Das muss fast. Der ist auch matt trocknend. Da sind 236 Milliliter drin, also ganz eine nette Menge. Da wird auf Deutsch jetzt nicht wirklich viel umstehen. Nein, 1 bis 2 Stunden Trocknungszeit. Und gleiche Marke ist auch so einer, aber der hat eben so Antik-Finish. So wie der Mod Podge im Prinzip habe ich jetzt halt von der Martha Stewart günstig. In dem Fall ergattert. Dann habe ich mir den bestellt. Cosmic Shimmer Texture Paste. Da ist es. Royal Gold nennt sich die Farbe. Royal Gold sind 150 Milliliter drinnen. Also goldene Textur Paste. Die tatsächlich kaum Versiegelungsdeckel oben hat. Okay, da muss ich mir dann gleich Babytuch rein tun. Den Trick habe ich irgendwo im Internet gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das Instagram oder irgendwas war. Ich habe mal da das Inka Gold gekauft und da habe ich mir auch da habe ich mir da im Deckel Babyfeuchttuch. Ja, das muss ich jetzt einmal auswechseln. Einige klebt so Stickerle, dann trocknet die Paste nicht so schnell aus. Angeblich. Also das habe ich jetzt schon sehr lange offen und die Paste ist immer noch sehr cremig. Habe ich jetzt gerade mal wieder hergenommen. Also das werde ich mit dem auch machen. Und dann habe ich mir noch, das ist von Kusa Crafts, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Gilding Wax. Und zwar in Golden Amber. Das ist so eine Mischung zwischen Gold und Bronze. Finde ich super schön. Das muss ich jetzt doch einmal aufmachen. Steht was auf Deutsch um. Bienenwachs mit Orangenöl zum Erhalten von einem Metallic-Effekt auf jeder Untergrund. Polieren für einen wunderschönen Glanz. Also nicht ganz. Deutsch, aber fast. Gut, da müssen wir auch Babytuch rein tun. Ist das nicht eine schöne Farbe? So eine Mischung zwischen Gold und Kupfer. Herrlich. Dann habe ich noch ein Holzteilchen bestellt. Da sind jetzt die ganzen Sachen drin gewesen. Deswegen zeige ich euch das jetzt erst. Und zwar ist das einfach so, ja, eine Schalen, eine schöne. Wäre ja irgendwie verzieren und dann darf sie irgendwo dekorativ herumstehen. Mit Inhalt dann halt, ne? Hat mir halt gut gefallen, weil das halt wirklich so ausschaut, als war das da halt, ja, die einzelnen, da sieht man es auch gut von der Maserung her. Hat mir irre gut gefallen. Ja, ich weiß, es ist einfach ein Holzschalerle, aber trotzdem. Hat
hochgerufen. Dann habe ich mir das da mitbestellt. Das ist von Ranger. Und zwar ist das so, was sagt man denn da jetzt? Ja, du kannst so einen antiken Look damit machen. Patina. Patina heißt es. Steht eh drauf. Da steht jetzt zwar oben für alle Metalle, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das woanders auch irgendwie hernehmen kann. Ich probiere es zumindest einmal. Ja. Das hat es in dem Set gegeben. Da ist immer so blau, ein grün und das ist so Gold wahrscheinlich. Topaz steht drauf. Ja. Ich werde es einmal bei Gelegenheit dann irgendwie testen. Also da sieht man schon, da hat man eben dann den Patina-Effekt. Der, was im Normalfall nach sehr, sehr langen Jahren eintritt, kannst du mit dem halt simulieren. Ne? Dann hat eine Handstanze mit dürfen. Und zwar die da. Die jetzt nicht aufkriegt. Die ist von Wessen Kreativ. Sieht man das jetzt? Ja, die hat so einen gezackten Rand. Zweieinhalb Zentimeter Durchmesser. Ja, vielleicht nicht gerade mittendrin, Andrea. Ne? Das ist schon schaut dann so aus, das sieht man jetzt gar nicht, weil das ja fast das gleiche Ding ist. Nicht wundern, das ist mein Stifteprobierer, Blattl. Ja, schaut dann so aus, wenn die Kamera noch schön scharf stellen darf, das jetzt besser sehen. Also so einen schönen gezackten Rand, 2,5 cm Durchmesser. Ja. Da ich sowas überhaupt noch nicht habe, hat der auch nicht dürfen. Der bleibt jetzt auch gleich dabei bei mir am Tisch. Jetzt geht es wieder nicht zu. Ich hasse die Teile da unten drauf sowieso. Ich tue mir die immer, aber wer braucht das? Das ist nämlich voll nervig, wenn du es dann immer aufmachst und wieder zu und wieder auf und wieder zu. Ja. So. Dann habe ich das da gefunden. Und zwar ist das ein Holzklebeband. Das hat mich jetzt echt interessiert, deswegen habe ich mir da beide Varianten bestellt. Ist auch wirklich aus echt Holz. Du spürst das auch, wenn du es angreifst. So, mal schauen. Gehst du? So. Zwei Hackel ich mir selber im Bantel. Also das ist wirklich schön hauchdünnes Holz. Da hinten hat es Schutzfolie oben. Das heißt, wenn die abziehst, kann es irgendwo aufkleben. Wenn ihr gewusst habt, dass das so cool ist, hatte man da gleich zwei Rollen von jeder bestellt. Da sind nämlich gleich nur 2,5 Meter drauf. Aber egal, das wäre halt nur für ja, spezielle Sachen hernehmen und jetzt nicht so irgendwo. Und was da auch noch interessant ist, da steht leicht zu schneiden, auch für alle Stanzen. Das heißt, wenn du jetzt so kleine Stanzen hast, kann ich das sogar ausstanzen und dann aufkleben. Ja. Sehr, sehr cool. Und da haben wir jetzt eben, steht da irgendwo die Farbe drauf. Kirschholz ist das, genau, das ist Kirschholz. Und das ist Birke. Also habe ich jetzt einmal so ein helles und einmal ein dunkles. Und ja, also ich werde sehr sparsam mit dem umgehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was es normalerweise kostet. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, aber wenn es wirklich so toll ist und dann auch schön klebt, das werde ich mir sicher dann auch zum normalen Preis nochmal kaufen, weil ja. Ist halt was Besonderes, wenn da dann irgendwas aus Holz auf der Karte oder wo er immer klebt. Dann habe ich mir das damit bestellt.
Das ist von Studio Light. Und zwar so, ja, oben steht dort Desk Organizer. Aber im Prinzip kannst du da so. Ah, sechs ist besser. Du kannst du da so ein kleines Regal draus machen. Also entweder hochkant oder quer. Hast auch schon das ganze Papier mit dabei. So zum Bekleben, sage ich jetzt einmal. Das ist dann 30 cm im Hoch und 21 breit, beziehungsweise wenn es anders hinlegst, quer, dann ist es halt 30 breit und 21 hoch. Und da sind eben auch, also erst nochmal die ganzen Holzteile, dann ist anscheinend ein Kleber und ein Pinsel mit dabei und eben so Papiere und ich gehe mal davon aus, dass das Sticker sind. Ja, das habe ich mal mitbestellt. Weil mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Ja. Kriegt man auch ein bisschen was rein vom Zeug. Und es nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, weil sie jetzt nicht so groß ist. So. Dann habe ich mir die da mitbestellt. Und zwar ist das so Glasmatte in 12x, nein, Entschuldigung, 13x13 Inch. Also 33 mal 33 cm. Sind auch diverse Linien und Zeug drauf. Von dem her. Mal schauen, steht da irgendwo was auf Deutsch auch um? Nö. Aha, was gibt es denn da noch alles Schönes? Da gab es auch so Perforierungsmessele. Okay. Ja, jedenfalls habe ich mir das jetzt mitgenommen. Das ist von EK Success. Da ist die Marke. Also bei der Vase, die hat mich 4,83 € gekostet. Also ich glaube, das ist ein unschlagbarer Preis für Glasmatten. Von daher habe ich mir eben gedacht, gut, jetzt nehme ich sie da mit, weil auf so einer kannst du halt wirklich um dumm matschgern mit Paste, mit Farbe. Machst du dann auch sauber und gut ist. Ne? Ja, deswegen habe ich die mitlaufen. Dann ebenfalls von dem EK, aber das heißt jetzt eben Tools. Aber ich habe wieder das EK Success. Habe ich mir die zwar mitbestellt. Und zwar ist das so ja, Natural Texture Sheets. Also da oben sechs ist das schon so ja, Kork, nein nicht Kork, so Korbmöbelstoffmäßig. Also so schaut es aus. Habe ich auch sehr interessant gefunden und wie sechs, da kann man auch schön ausstanzen und so weiter. Und da sind eben vier Stück von den groben drinnen, dann zwei, die sind ein bisschen weniger grob und dann nochmal zwei, die sind recht fein. Ich weiß nicht, ob man, ja, wenn ich nicht so wackeln darf, gell? Ja. Also insgesamt 8 Blätter sind drinnen und die sind 12,7 mal 17,7 cm. Einmal dieses und das da von der gleichen Firma. Das sind 6 Stück, na Blödsinn, 12 Stück sind da drinnen, gleiche Größe und da ist aber so falsches Leder drinnen. Und zwar in der Form. Ja, gut. Das spiegelt gleich. Gell? Da besser. Ja. Es spiegelt gleich, okay. Also da wir 6, man kann so eine Art Schmuck damit machen, wie immer. Ich werde es wahrscheinlich zum Karten machen hernehmen oder für sonstiges. Fühlt sich lederartig an. Ja, du kannst da oben greifen. Das heißt 6 von jeder Farbe, weil 6 Farben sind 3. Blödsinn. 6 verschiedene, das heißt 2 von jedem sind rein. Also so beige, weiß, beige, so ein helles, ja, Flieder, dann ein Violett, ein Grau und ein Schwarz. Eine schöne Farbkombi, wie ich finde.
Und jetzt geht es eigentlich schon mit Stanzen und Stempel und Schablonen los. So. Einerseits habe ich mir von C6, das ist so eine dicke Stanze, den wunderschönen, so, jetzt stehe ich an, bin ich jetzt total blöd? V. Das hat mir jetzt etwas verwirrt, weil es auf Englisch oben steht. Mir war jetzt das deutsche Wort fast nicht eingefallen. Es ist ein Pfau. So. Ja, den habe ich mir mitbestellt, weil den habe ich einfach super schön gefunden. Von der Größe her ideal für eine Karte. Also die Stanze ist ja zu groß. Meine Karte ist so. Ja. Der hat mit drauf, weil ich ihn einfach super schön gefunden habe. Und weil er 80% billiger war. Nur um das nochmal zu erwähnen. Dann haben wir da nochmal das Cusa Crafts. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da hat einmal der Stempel mit laufen. Der ist A6 groß. Und da ist halt da die Linien, wobei die da so ein bisschen aus. Wie heißt es denn? Ja, es war halt der Stift labern. Ne? So schaut das aus. Dann haben wir da noch Zahnradl, da so Schraubenmuttern, nochmal Zahnräder. Ein sehr schöner Stempel, wie ich finde. Gleiche Firma, da hat der mitlaufen. So Holzoptik, total schön. Schaut dann gestempelt so aus. Auch wieder in A6 kann man super für Hintergründe und so weiter hernehmen. Steht da drauf XMS Background. Keine Ahnung, warum man das nur zu Weihnachten hernehmen sollte. Ich weiß es nicht. Ich denke, Holz kann man das ganze Jahr hernehmen. Und dann habe ich den da auch noch mitnehmen müssen. Ich muss auch so, dann kannst du es lesen. When nothing goes right, go left. Also wenn nichts, ja, das kann ich jetzt auf Deutsch eigentlich nicht wirklich gut übersetzen, oder? Weil, ja, wir sagen nicht, wenn nichts rechts geht, geh links. Also, wenn es jetzt wirklich übersetzen würde, wenn nichts gelingt, geh in eine andere Richtung. So irgendwie, ne? Würde es auf Deutsch übersetzen. Der ist auch A6 groß. Das heißt, du kannst eigentlich wirklich einfach auf Karten drauf tun. Im Hintergrund vielleicht vorher ein bisschen gestalten, dann tust du den mit Schwarz drauf stempeln oder dann irgendwie embossen oder sonst was. Dann hast du auch super schöne Karten, die dann jemanden schicken kannst, ja, wo ihm zum Beispiel das Leben gerade nicht so im richtigen Weg geht. Ne? Passiert ja immer wieder. Dann sind von Tonic Studio ein paar Stanzen mitgegangen. Und zwar einmal die da. Mit dem super schönen Hintergrund, damit die Rosen. Sind auch fünf verschiedene Stanzen drinnen. Vier, Entschuldigung, vier sind drinnen. Das heißt, das macht er selber und dann sind ihm da. Die verschiedenen, die was halt übereinander kleben kannst und dann hast du halt da so schöne Karten. Ja. Floating Roses heißt es. Upsala. Dann habe ich mir das da mitbestellt. Das sind so Blümchenmuster, sage ich jetzt mal, oder Blümchenkonturen und dann eben innen drinnen die Muster. Und du kannst es aber auch wirklich einfach nur so ausstanzen, das heißt innerhalb vom Papier und das dann zum Beispiel für Shaker-Karten auch hernehmen, wo dann halt im Hintergrund Glitzer oder irgendwas reintust, dass man es halt noch gut durchsieht. Ja. Oder eben dann die Blümchenform so in dem. Oder du tust es eben so übereinander, so wie da. Diese hier. Und. Dann ist noch eine von Tonic Studio mitgegangen und zwar die da. Das ist wieder so ein Booklet-Die-Set.
In dem Fall ist das jetzt so schmales. Da sind 6 Stanzen drinnen. Mit die Herzen in dem Fall jetzt. Also das ist die Basis plus Dekoration, weil da muss man auch immer ein bisschen aufpassen bei den Stanzen. Ja, also da kann man entweder, so wie ich das verstanden habe, eben so ein großes machen da. Also so. Oder du machst eben so kleins, das was eben dann so zusammengefalten ist. Muss ich mir erst anschauen. Sechs, es ist alles nur original verpackt. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich war mit dem Blumenstempel vom Woodware ein bisschen beschäftigt. Ja, der hat mich. Ja, ich habe ihn nicht mehr weg tun können. Es war ganz schlimm. Ja, jedenfalls habe ich mir das auch mitbestellt. Weil wir gerade bei Woodware sein. Die Überleitung war jetzt gut. War aber überhaupt nicht geplant, ich schwöre. Eine Schablone von Woodware hat mitdürfen und zwar diese hier. Die ist 15 x 15 cm groß und hat eben das Blumenmuster drinnen. Kann ich natürlich auch für kleinere Karten hernehmen. Nehme ich halt unter Umständen da die Mitte oder nur so den Teil oder nur so den Teil, wie ich lustig bin. Hat mit dürfen. Upsala. Und jetzt war sie fast runtergefallen. Dann habe ich dann noch 2 Schablonen von TCW, also thecraftersworkshop.com. Und jeder da ist Art bei Marlene. Ja, habe ich selber reingeschaut. Also ein unregelmäßiges Mandala, Blümchen, Muster, Kreis, Teilchen. Unwiderstehlich schön, wie ich finde. Ich weiß, es ist Geschmackssache. Mir taugt sie total gut. Ja, deswegen habe ich sie mir auch mitbestellt. Da hinten sind immer so schöne Inspirationen drauf. Das ist übrigens die Marlene, die geniale Frau. Ja, ich mag die Sachen, was sie macht. Also, Daumen. Und dann habe ich von TCW noch den mitbestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Steht da eigentlich irgendwas drauf, wie der heißt? Geonetting heißt der. Geonetting. Ja. Irgendein Netzmuster halt, ne? So. Ein geografisches Netzmuster. Ich hab's cool gefunden. Dann, ich glaube, ich muss meine Kamera mal neu starten. Dann füge ich sie wieder. Ups, weg. Creative Expressions habe ich mir Stanzen bestellt. Und zwar einmal der da. Wie man schon sieht, also da kann man so einen Pop-up-Effekt machen. Und zwar mit dem tollen Schlitten mit die Weihnachtsgeschenke drauf. Ich weiß, kann ich nur Weihnachten hernehmen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe es nicht gefunden. Also, da ist da die Falzlinie. Und dann braucht man das gleich umfalzen, einkleben. Und dann hast du schöne Karten, wo eben dann ja, der Schlitten mit den Paketen drauf ist. Dann habe ich mir. Entschuldigung. Dann habe ich mir den da noch mitbestellt. Den Fuchs da mit die ja, Schnörkelein und dann seine Sterne mit drauf. Und das ist im Prinzip, ja, ich kann es auf dem Rand von der Karten drauf tun. Also so wie da, wenn das jetzt die Karten war, dann hast du halt statt schon kompletten Cover. Oder halt statt der kompletten Klappe, so von der Karten, hast du halt dann den. Kannst du zum Beispiel dann mit Vellum hinterlegen, dass halt die Karten trotzdem komplett zu ist. Oder du tust wirklich irgendein anderes Papier dahinter, so metallisches oder Glitzerpapier oder sonst irgendwie was, dass halt der dann schön zur Geltung kommt. Den habe ich ganz nett gefunden. Genauso wie das Mausi. Gleiche Art und Weise ist auch wieder so eine Stanze. Da
mit dem Blümchen und da ist schon die Maus und die Maus, bitte, die hat Flügelein. Also das ist eine Engelmaus. Und das habe ich lieb gefunden. Ja. Gefällt mir total gut. Auch mit dem Bier mal da, mit dem Blattl und da ist noch Schmetterling, die habe ich gerade gesehen. Den habe ich jetzt gerade entdeckt. Sehr cool. Und die letzte Stanze, die man noch von Creative Expressions mitgenommen habe, ist die da. Da ist einmal der Polarbär eben drauf. Ich glaube, sie heißt Polarwinter, heißt sie die Stanze. Dann sind da zwei Pinguine. Dann schaut da so eine Robbe aus. Da sitzt nur ein Babyschnee. Babyschneebär. Ja, aber jetzt glaube ich es dann. Eisbär. Das letzte Mal Sternflocken, halt Schneebären. Ja, ihr findet neue Wörter momentan. Dann hast du im Hintergrund noch schön die Berge und da ist die Sonne. Und da hängen noch ein paar Eiszapfen, aber die Stanze hat einen Durchmesser von. Sie hat keinen Durchmesser. Ist der nicht rund? Nein, der ist oval. Okay, der ist oval. Das heißt, sie hat eine Größe von 11,5 mal 10,5. 10,4, Entschuldigung, Zentimeter. Das heißt, du kriegst sie theoretisch so ganz knapp im Querformat. Wohl, kriegst du sie drauf. Also du kannst ja Karte im Querformat machen. So schaut es im Hinten aus. Ich finde das cool, weil die sind alle so, ja, Braunkupfer. Die sind sehr cool. Ich tariff jetzt schon immer, dabei habe ich noch so viel. Oh mein Gott. Gut, weiter geht's. Pink Ink Design. Habe ich mal das Stempelset mitbestellt. Da steht jetzt Classy oder Classy Bird. Und das ist eine Eule. Ich finde sie sehr speziell. Sagen wir es einfach mal so, ja. Sie schaut einfach mega aus. Ich finde sie einfach nur mega. So. Sind ja noch andere Stempelchen, aber ich trage sie zum Leben, dann sehe ich es besser. Also die ist erstens einmal auch mega groß, ja. Also so. Gut, mein Karten ist jetzt ein bisschen kleiner. Die da habe ich ein bisschen kleiner gemacht, die ist nicht ganz 10,5. Ansonsten geht es wahrscheinlich genau aus. Dass die verrückte Eule auf einem Kartenplatz hat. Dann hast du eben da auch noch einen Spruch mit Classy Bird. Dann hast du ein Blatt. Das sind Stiefel. Oh mein Gott, du kannst der Eule Stiefel anziehen. Ich werde nicht mehr. Ich habe mir die Sachen noch nicht so genau angeschaut. Ich schaue mir das nicht euch jetzt eigentlich an. Dann hast du da nochmal zwei Blätter. Dann hast du da so Geschenke. Ja, warum lache ich jetzt? Da ist das ein Geschenkedom, wo also Schuhe drin sind. Da ist ja coole Handtaschen. Und da ist dann wirklich noch so ein Weihnachtskreppi, das du aufsetzen kannst. Aber dann wird es schwierig mit irgendwo drauf tun. Also du machst ja auch 5 Grad und dann ist kein Problem. Ja. Ja. Also eine sehr spezielle Eule. Aber mir taugt sie. Dann von Marianne Design habe ich mir den Stempel mitgenommen. Der ist so leicht wie die Grunge-Stempel, halt ein bisschen kleiner, klarerweise. Aber da sind halt auch da sind so Quadrate, da sind da so Sprenkler drauf, da sind Punkte, da sind Blätter drauf, dann sind so Buchstaben im Hintergrund, Blümchen. Dann sind da so große Blätter, wo nochmal Schrift innen drinnen ist. Ja. Hat mir auch total gut getaugt, deswegen hat er mit da. Dann habe ich mir das da mitbestellt. Das ist eine Schreibmaschinenstanze und dann hast du dann noch so ja, einen Brief im Prinzip. Da hast du noch Happy Birthday, thank you, stay. B-b-b-b-b. Hugs and Kisses. Ja, die zwei werde ich wahrscheinlich nicht kennen, aber die zwei, wie ist es eigentlich um die gegangen? Um diese Schreibmaschine. Ja, weil ich die einfach cool gefunden habe. Tolle Stanze,
habe ich überhaupt noch nichts in der Art und Weise, dann sogar noch mit dem kleinen Brief dabei. Deswegen hat die auch mit dürfen. Dann habe ich mir das da mitbestellt. Das wäre eigentlich ein Stempelset für Magic Windows. Da gibt es anscheinend ein eigenes Standset. Habe ich natürlich jetzt nicht das Standset, aber das ist mir relativ wurscht, weil ich habe das nämlich, das sind so gelehrte Blümchen. Also die kannst du wieder leeren. Dann hast du da die tollen Ranken, sage ich jetzt, oder Blumenmuster rundum. Es ist nur ein Bienchen, da sind noch kleine Blumen, da ist so ganz ein kleiner Birthday-Schriftzug, with love, thank you, hello. Den habe ich auch kurz gesehen. Na, oh mein Gott. Hallo, Kamera. Guck jetzt mal, ein kleiner Marienkäfer. Okay. Also, da kannst du dann mit dem Standset dann zum Beispiel eben, ja, dass eben zuerst die kleine ist und dann tust du das so aufdrehen und dann wird es halt zur großen, ja, nette Spielerei. Aber wie gesagt, ich habe die Stanzen nicht, mir haben die Stempel gut gefallen. Bei dem war sie eben, das war zum Beispiel bei 25 Euro regulären Preis gelegen. Und für das habe ich jetzt 5 gezahlt. Und das ist wirklich, das ist ein A4 großes Stempelset. Also für 5 Euro. Ich frage euch. Also wirklich. Dann schauen wir wieder. Da ist er. Da ist er. Ich habe einen putzig kleinen Marienkäfer da mit dabei. Und die Blumen ist halt wirklich, also der ist richtig schön groß, wenn der auf Karten drauf durch. Und dann kannst du ihn wirklich so. Da hatte ich sogar noch einen Stängel dabei mit der mit dem Blatt. Bienchen. Ich habe es total schön gefunden, deswegen habe ich das mitbestellt. Stand sie hin oder her, ich kann es ja so genauso hernehmen. Und dann habe ich mir das da noch mitbestellt, das habe ich schwer interessant gefunden. Also das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Das andere war von der Angela Pohl, gleiche Marken. Ist das irgendwie ein Unterdingsel von irgendwas? Nö. angelapohl.co.uk. Ja. So ist das. Gleiche Marke. Und zwar sind da Stanzen drinnen auf Magnetplatte. Da habe ich nämlich schon reingeschaut. Und da kannst du dann eben den Kolibri machen. Und wenn der dann ziehst, dann bewegt sich der. Und das habe ich voll cool gefunden. Ja, deswegen habe ich mir die mitbestellt. Dann ist da eben da auch noch so Blümchenstanze ist noch mit dabei. Dann hast du da die große Bordüre noch mit dabei. Sieht man das? Ah, das sieht man so ein bisschen. Ups. Also so in der Art funktioniert das dann und dann kannst du das eben so auf und ab tun. Also hin und her schon. Dann tut er mit den Flügeln tut er schwingen. Ja. Muss ja auch probieren, wie das dann genau funktioniert, wie das zusammenklemmen muss und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, so schwer wird es nicht sein. Und von dem her eben, da sechs zum Beispiel auch die Bordüre. Also da kann ich auch wieder so einen Teil von der Karten anders machen. Also ich habe es cool gefunden. Und du kannst den ja immer anders einfärben. Also wenn du den jetzt mit weißem Papier, wo mit Distress Oxides eingefärbelt hast oder auch mit irgendwelchen anderen Farben und dann danach ausstanzen tust, dann schaut das ja immer komplett anders aus. Jo. Habe ich sehr, sehr cool gefunden. Habe ich das halt schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Dann habe ich von Ranger wiederum das Delusions. Das habt ihr jetzt ja schon öfters gesehen bei mir. Die Schablone da mitgenommen. Also die ist in der Hälfte zusammengeklappt. Da sechs, wie es eigentlich ausschaut. So, na, mag nicht. Jetzt.
Also da sind halt diverse Muster drauf, dann auch teilweise wieder um die Ecke. Das heißt, du kannst dann auch wirklich schön die Karte zum Beispiel in den Rand mit der Schablone schön machen. Und das sind halt auch einmal so Blümchenstreifen, da sind Dreiecke, da sind da so ganz kleine Quadrate, also auch wieder diverse verschiedene. Deswegen habe ich das Stencil mit dürfen. Dann habe ich da vom Simon Hurley. Ja, das ist jetzt wieder Winter, Weihnachten, ist eigentlich schon fast spät, aber kommt ja jetzt ja wieder. Habe ich das da gefunden. Einmal mit der schönen Krippe mit Maria, Josef und Baby Jesus. Dann sind da noch zwei Sterne, immer die ganzen Sprüche werde ich wahrscheinlich eh nicht hernehmen, aber dann hast du aber ein die Bäumchen mit dem Santa Claus, der was da in der Haustück hat jetzt, glaube ich. Der, was da mal rumfliegt mit seinen Rentieren. Und dann hast du aber da auch noch den tollen Schneemann. Da sind nur zwei Schneesternflocken. Ich habe das, weil ich mein Laptop nicht vergessen, dass ich mich da beim letzten Video verkrakelt habe. Also beim einem der letzten Videos. Die Sternflocken. Und was da eben so cool ist, das ist ja nur Silhouette. Ja, das hat mir eigentlich total gut getaugt. Wie gesagt, mit den Sprüchen, ja, mal schauen, ob ich den einen oder anderen vielleicht hernehmen kann. Bei uns kommt ja nicht der Santa Claus, sondern das Christkind. Ja, von dem her. Also hauptsächlich gekauft wegen der Krippenszene und wegen dem Schneemann, weil Krippe habe ich, glaube ich, gar keine Stempel. Nö, ich glaube nicht. Deswegen habe ich es nicht taufen. Und ebenfalls von Ranger, in dem Fall aber wieder von der Dinah Wakely oder Dinah Wakely oder wie immer man die ausspricht, diese sehr kreative Dame, die was Stempel macht, die was mir sehr gut gefällt. Da habe ich euch ja auch schon welche gezeigt. Und ja, da hat jetzt der mit die Blümchen mit dürfen. Flowers are always a good idea. Ja, den Spruch kann ich so sogar mitnehmen. Ich glaube, das verstehen auch ja, mehrere Leute. Aber wenn es nicht so gut Englisch kann, ich glaube, das versteht man schon. Ja, der hat auch mit drauf. Gefällt mir total gut. Und jetzt ist er bei mir eingezogen. Und dann habe ich noch zwei Sachen vom Studio Light mitgenommen. Einmal das Stempelset, das hat mir total gut gefallen, da wegen die zwei Sterne, habe ich total schön gefunden. Dann sind da noch so kleine Zweigelen mit dabei, da oben auch nochmal und dann die zwei Flaschen, wo die Kerze innen drinnen ist. Das habe ich total schön gefunden. Ja, ist jetzt halt auch wieder so Winter, Weihnachten, aber ist ja nicht so tragisch, ne? A snowflake is winter's butterfly, steht da drauf. Da. Ist ja ein schöner Spruch. Ja, bei mir sind die letzten Tage dann in dem Fall sehr viele Schmetterlinge herumgeflogen, winterliche Schmetterlinge. Aber bei uns hat es so geschneit, das ist der Wahnsinn. Und der nächste Schnee kommt dann schon wieder. Also zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Ich weiß nicht, noch nicht genau, wann das dann online geht, aber. Ja, und dann habe ich Noah mitgenommen von Studio Light und zwar von Alpamarine. Upsala. Da habe ich euch ja davor schon die Schablone gezeigt und da habe ich mir jetzt den Stempel mitbestellt. Ja, gefällt mir total gut und wenn ich ihn einfach nur so im Hintergrund ein paar Mal übereinander stempel, der schaut sicher mega aus. Gefällt mir super. Und da gibt es noch drei andere. Oh mein Gott. So ist es. Da haben wir eine Rose. Da haben wir da einfach ein normales Blümchen. Der schaut auch sehr cool aus. Ja. Aber sie haben wirklich also über 8000 Produkte, aber natürlich jetzt nicht. Ja,
Nicht so viel von, ja gut, nein, das stimmt jetzt auch nicht, weil von Caravelle Studio haben sie extrem viele Sachen drin gehabt. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, von einer Firma habe ich wirklich sehr viel bestellt und das kommt jetzt. Und das ist Caravelle Studio. Ja. Da habe ich mir einmal mitbestellt. Diese Stanze, da haben wir einmal da das Gittermuster. Dann sind da ganz viele Zahlen und da sind ganz viele Buchstaben. Das Coole ist, also das ist wirklich auch schon in so einer Hülle drinnen. Ich meine, da werde ich sie wahrscheinlich nicht drin lassen, weil ich meine Stanzen ja anders aufbewahre, aber nichtsdestotrotz finde ich das cool. Schauen jetzt so aus, die Stanzen. Also haben wir eine coole Größe, wie ich finde. Und die gefällt mir ganz gut und die zwar, ja. Mal schauen, wie ich die hernehme. Finde ich sicher auch eine Möglichkeit, aber hauptsächlich habe ich sie wegen der mitbestellt. Dann haben wir auch von Caravelle Studio einen Stencil mitbestellt und zwar den da. Der hat mir ganz gut getaugt. Ja, 15x15 wird der sein. Ja. Schaut so aus. Gut, das habt ihr nicht vorne geschrieben, aber 15x15 wird der haben. Da steht nicht drauf. Ich gehe mal stark davon aus. Ja. Und dann wäre jetzt. Ja, ich muss mir das jetzt alles da auf die Seiten legen. So. Jetzt fange ich mal mit den ganz, 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 ganz kleinen an. Und zwar sind die A7 groß. Steht zumindest so auf dem Lieferschein drauf. Und zwar habe ich mir da einmal den Stempel mitbestellt mit dem super schönen Stern drauf und es sieht schon, der ist aber innen drinnen gemustert. Schaut dann so aus. Und Sterne, ja, also für mich müssen Sterne jetzt nicht unbedingt Weihnachten oder Winter oder wie auch immer. Ich kann Sterne eigentlich das ganze Jahr hernehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Warum habe ich jetzt da überall Glitzer? Dann habe ich mir den mitbestellt. Mond und da sind auch noch zwei Sterne. Aber mit so einem Muster innen drinnen. Schaut so aus. Also Stempel stand zusammen ab. Dann habe ich mir den da mitbestellt. Einen unperfekten Kreistupfen, Sprenkler, keine Ahnung. Da ist ja wirklich rundherum der Kreis geschnitten. Also er ist ja nicht ganz rund, weil, ja, und hat da auch anscheinend noch so Linien, wo er eben nicht stempelt. Ich weiß nicht, ob man das, ja, so ein bisschen sechs ist. Ich hoffe, das tut er dann auch. Ja, das tut er, das ist ausgefräst. Sehr cool. Der hat mit dürfen. Und dann nochmal Sternchen, aber ein bisschen anders. Sind sicher auch super für den Hintergrund, weil ich dann halt einfach mehrfach aufstempeln kann, in verschiedene Richtungen, wie auch immer. Und da sind halt eben so die größeren und rundherum die kleineren. Schaut sicher cool aus. Ja. Dann kommen wir mal ein bisschen zu den größeren. Oder waren das die A7? Ich weiß es nicht mehr. Völlig egal. Da habe ich mir den da mitbestellt. Das sind im Prinzip so Kreise, wo immer Text innen drinnen ist und dann sind da nur die ganzen ja, Farb, Sprenkler, Spritzer, Kleckse mit drauf. Schaut dann so aus. Und von der gleichen Größe da. Da sind die drei Schmetterlinge drauf und im Hintergrund der Text und auch da sind wieder so ein paar Farbkleckseln mit drauf. Und das wisst ihr, Schmetterlinge gehen immer. Ja, an Schmetterlinge kriege ich echt so schwer dran vorbei. Dann habe ich mir das damit bestellt. Das habe ich beim Bestellen eigentlich gar nicht so überrissen und habe mir nur gedacht, warum der nicht so günstig ist als für die ganzen anderen.
Also der war ein bisschen teuer. Ich glaube, das hat jetzt 5 oder 6 Euro. Ja, das klingt jetzt blöd, das war teuer, aber ihr wisst, was ich meine jetzt mit den 80% und so. Wo ich es dann gekriegt habe, habe ich gecheckt, warum. Weil da nämlich nicht nur der Stempel drinnen ist, sondern. Moment. Das macht dann Krawall. So. Also einerseits ist der Stempel da mit drinnen, der was vorne auch abgebildet ist. Und der einfach nur super, super schön ist. Und da in der Sonnenblume ist die Uhr drinnen. Ich zeige es euch dann auf dem vorderen Bild nochmal. Aber was jetzt eben das Tolle an dem Set ist, da ist eine runde Jellyplate mit drinnen in dem Backerl. Das heißt, ich habe jetzt eine runde Jellyplate auch noch. Was natürlich sehr cool ist. Ja, von dem her kann man dann eben den runden Stempel zum Beispiel gleich super gut drauf verwenden. Und jetzt zeige ich euch gerade das mit der Sonnenuhr, weil das ist so schön. Also in der Sonnenblume ist die Sonnenuhr drinnen. Oder eine Uhr in dem Fall. Deswegen sage ich Sonnenuhr, weil es in der Sonnenblume drinnen ist. Ja. Bin ich froh, dass ich das dann trotzdem noch mitbestellt habe. Weil, ja, jetzt habe ich eine runde Jellyplate. Nicht nur die große, was mir die Patricia damals gekauft hat. Entschuldigung. Ich mache das dann später zu, das ist schon viel zu laut. Sondern jetzt habe ich auch noch eine runde und das ist echt cool. Dann habe ich mir eben, weil wir gerade bei der Jellyplate sind, einmal diesen hier mitbestellt mit dem schönen, ja, Spitzenmuster, kann ich einfach sagen. Das schaut aus wie so eine alte Häkeldischdecke oder so. Ja, der hat mit dürfen. Und andererseits diese Blume, und auf die bin ich extrem gespannt, ob die dann wirklich auch so 3D-mäßig wirkt, wenn sie dann gestempelt ist. Ich finde, es schaut da 3D-mäßig aus. Und ja, die ist auch wirklich so rund. Das heißt, die kann ich für meine runde Jellyplate hernehmen in dem Fall. Sehr cool. So, das waren jetzt einmal die. Dann kommen jetzt ein paar A5-Stempelsets. Da habe ich mir einmal das da mitgenommen oder mitbestellt. Habe ich recht interessant gefunden. Aber wenn ich das jetzt dann wirklich so einmal in A5 abstempel, ich kann mir ja dann so die einzelnen Teile dann zum Beispiel abreißen. Für Collagen oder was auch immer. Schaut sicher mega cool aus, wenn der gestempelt ist. Also das ist auch wirklich einmal so ein riesengroßer einzelner Stempel. Ja. Ich muss das jetzt irgendwie durchdrehen. So. Dann habe ich mir den mitbestellt. Der hat mir so gut gefallen. Mit den schönen Ranken und Blümchen. Und ja, der hat mir irre gut gefallen. Der schaut dann so aus. Dann habe ich mir den dann noch mitbestellt. Hauptsächlich, weil da die Libelle oben ist, aber da sind halt auch noch, also da ist auch noch eine und da sind schon noch Flügel. Dann sind aber da die Rosen drauf, Schrift und die Mädels sozusagen. Und der hat mir halt echt gut gefallen. Also wenn denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt wirklich hergehst, Junk Journal und du hast hinten die weiße Seite, weil jetzt Digipaper hergenommen hast. Wenn du mit irgendwas einfärbelst, Oxides oder sonst irgendwie was, Aquarellfarbe, und den dann drüber stempelst, dann hast du ja im Prinzip die Seiten schon voll. Dann brauchst du da auch gar nicht mehr viel machen, vielleicht nur irgendwie so ein kleines Pocket-Taschele drauf, wo ein Deck einstecken kann, schon gut ist. Genauso bei dem da, na, bei dem mit. Weil es sind einzelne Stempel. Aber egal. Kann ich genauso halt dann die Seiten füllen. Da haben wir einmal mit der Schrift, das war auch ja, Wappen, sage ich jetzt einmal.
Dann ist da der Schlüssel, damit die ganzen Teilchen, Blümchen, da ist auch nochmal Blümchen. Und da ist so ein abgerissener Zettel und da ist auch nochmal ein Schlüssel. Und das sind aber drei einzelne Stempel. Ja, der ist sehr cooler. Dann habe ich mir noch einen richtig, richtig großen. Also die heißen auch XXL Stamps. Der ist A4, also von der Verpackung her. Aber mit den ganz vielen Schmetterlingen, wo teilweise so Schrift mit drinnen ist und auch so Poststempel. Und eben einmal da der große Tierstreifen, wo dann noch so Punkte sein und Schrift und so gekritzelt. Und dann ist dann noch so ein Schild oben drüber. Hat mir auch total gut gefallen. Sind auch wirklich sehr, sehr groß. Also, ja. Aber ich kann jetzt ja zum Beispiel für Karten nur den Teil hernehmen oder nur den Teil. Also, ja, wisst ihr, wie man. Ich muss ja nicht den ganzen Stempel einfärben, dann färbe ich halt nur den Teil ein, den ich auf der Karten haben möchte, wenn ich jetzt eine Karten damit bastel. Weil, schaut sicher cool aus, dem Hintergrund einfach und dann tust du einen schönen kolorierten Stempelabdruck drüber. Dann hast du ja super schöne Karten. Und dann habe ich mir noch drei mitgenommen, die sind auch so ein bisschen ungewöhnliche Größe sind. Die sind nämlich so, also das ist auch wirklich ein Stempel, wobei der die jetzt theoretisch ja mit dem Cuttermesser in alles einzelne auch schneiden kann. Ja. Und da habe ich jetzt eben einmal den damit bestellt. Da ist eben so eine Eule drauf und im Hintergrund so ein Wald. Da ist ein kleines Vogel mit Pflanzen. Da ist einfach nur der Baum mit der Wiese. Ja. Das ist auch schön. Gefällt mir total gut. Und was ich mir gedacht habe, kannst du sicher wirklich gut also so Fake-Briefmarken damit machen. Da hast du echt ein super schönes Motiv dann schon drauf. Ich muss jetzt gleich schauen, wie ich eine Briefmarkenstanze habe, wo das drauf passt. Sonst weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Dann habe ich mir den dann noch mitbestellt. Da ist einmal eben das Hasele mit, aber ja, der hat da Quant an. Dann hast du da die Karten im Hintergrund und die Dame, was da irgendein Blasinstrument spielt. Bevor ich irgendwas Falsches jetzt nochmal sage. Dann hast du auch wieder so ein Mädel mit der Schrift im Hintergrund, ein Ritter mit Schmetterlingsflügeln. Ist das überhaupt ein Ritter? Nein, es ist nicht wirklich ein Ritter, aber ja. Ein Mann mit Schmetterlingsflügel. Im Hintergrund Noten. Dann hast du einen Vogelstrauß. Der ist auch ein bisschen schräg. Ja. Ja. Dann hast du einen, der trommelt und der, keine Ahnung. Und das ist auch ein bisschen schräg. Aber cool. Ja. Der hat auch mit dürfen. Fantasy heißt der. Der heißt Fantasy. Ja, dann wissen wir, warum alles ein bisschen schräg ist. Wie heißt der? Das ist irgendwo auf Französisch. Das lese ich nicht da. Und der dritte, den ich mir da noch mitbestellt habe, der ist schon eher so im Vintage-Bereich, würde ich jetzt sagen, von den Motiven her. Also da haben wir einmal da das Mädel da am Feld. Dann ist da so ein altes Haus. Dann hast du da so Pflänzchen. Da sind zwei Engel. Da Spilze. Da ist ja wieder so ein Schloss und eine Uhr oder eine Kirche, kann das auch noch sein. Da ist auch so Blümchen mit Zahlen mit drinnen und da so ein Stadtpanorama. Ja, dieser hier. Und jetzt habe ich im Prinzip nur mehr A6-Format, also sprich auch Karten, wirklich problemlos kartentauglich. Die muss ich mir jetzt gerade auch holen. Und zwar habe ich mir da einmal die etwas schrägen Männchen mitbestellt. Da haben wir einmal das mit dem Geweih. Kann man jetzt zum Beispiel auch für Weihnachten hernehmen oder so. Dann haben wir das mit den Hasenohren. Ja, Ostern.
Ja, und die haben wir so ganz normal, die kann ich das ganze Jahr über hängen, ich kann alle drei das ganze Jahr über hängen, ist ja völlig wurscht. Mir haben die gut getaugt, deswegen haben die mitlaufen und gleicher Stil, aber halt ein bisschen größer. Die zwei, da haben wir auch nochmal an mit Hasenohren und der hat eine Krone auf. Die sind halt ein bisschen größer, also so werden es halt so sechs. Also die sind, ja. Ich habe sie witzig gefunden. Hätte man wahrscheinlich ums normale Geld, wenn sie normal Preis gewesen waren, hatte sie mir nie mitgenommen, weil man gedacht hat, na, brauchst du nicht und Ding. Aber jetzt halt ja. Dann habe ich mir die da mitgenommen. Das sind im Prinzip so Hängerlen, sag ich jetzt mal, weil die haben alle da oben nachher noch was. Das heißt, die kann ich bei der Karten so, ja. So oben einhängen lassen zum Beispiel. Habe ich total nett gefunden. Eben damit die Blümchen. Da ist noch das Vogel mit drauf. Da hängt dann auch nur so Gebamsel nach unten. Hat mir total gut gefallen. Sind jetzt auch von der Größe her total nett. Ja. Hat auch mit dürfen. Dann diese hier. Eindeutig um Hintergründe zu gestalten, in welcher Art und Weise ja immer. Ob es jetzt wirklich nur so vereinzelt Stempel oder vollflächig wirklich damit den ganzen Hintergrund Stempel, ja, wie ich halt gerade lustig bin. Ich kann sie auch so ein bisschen zusammen variieren. Da haben wir eben einmal nur da die Kringelkreise und die anderen drei sind mit Blümchen. Dann habe ich mal, wenn wir gerade bei Blümchen sein, das super schöne ja, Blumenbouquet, ein Traum aus Blümchen einfach. Ja. Wenn das so auf der Karten drauf tust, schön kolorieren, Anspruch dazu und die Karten hast du fertig. Also da ist ja wirklich schön groß. Wenn man jetzt wieder mit der Karten hergeht, ja. Also da hast du die Karte wirklich dann einmal annähernd voll. Wie gesagt, schön kolorieren, dann kannst du dann also unten irgendwo einen Spruch drüber tun und die Karten ist fertig. Dann haben wir da nochmal einen Hintergrundstempel. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal, ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich irgendwie an Schneeflocken. Deswegen sind es für mich Eisblumen. Ja, ich habe das für mich selber jetzt beschlossen, es sind Eisblumen. Mit dem Gitter im Hintergrund und dann sind da auch überall nochmal Blümchen, habe ich total schön gefunden. Und das ist ja wirklich, ja, also da hast du die Karten auch im Hintergrund einmal komplett gestempelt. Sehr, sehr schön. Und das, genau, das habe ich mir dazu gekauft, weil ich mir gedacht habe, das schaut gar aus wie Eisblumen. Kann sich auch super gut miteinander kombinieren. Ich meine, sind ja auch von der gleichen Designerin. Und ja, also wenn ich zum Beispiel das im Hintergrund dezent in so einem ganz einem hellen Blau stempelst und dann zum Beispiel die schön kolorierst, da drüber klebst und du dann noch einen Spruch drauf und hast echt eine super schöne winterliche Karte, sage ich jetzt einfach einmal. Klar, man kann es auch schön grell und bunt. Dann hast du ja Frühlingskarten. Aber für mich sind es jetzt halt Eisblumen. Ja. Ja. Ich habe schon wieder überall Glitzer. Ich weiß nicht, wo der Glitzer herkommt. Ich hasse Glitzer, habe ich das schon mal gesagt. Dann habe ich mir diesen hier mitbestellt. Ja. Dreimal Kreise mit Sprenkler. Das ist ausgekriegt mit Schrift. Da sind dann nur so Striche. Das ist überhaupt dann so liniert. Da sind die Kreizel mit drinnen. Sind auch wieder drei einzelne. Und das Ganze dann auch nochmal in kleiner. Also mit verschiedenen. Sind auch wieder die gleiche Art und Weise von Kreise mit Schrift innen drinnen. Da ist halt dann so ein Blatt, da sind auch wieder Kreizel mit drin, da ist ein Schmetterling, Zahlen, da ist auch wieder der linierte, da ist auch wieder der mit, also die drei, was ich da in groß habe, sind da mit drauf. Das will ich eigentlich damit sagen. Dann haben wir da nochmal an mit einem Schmetterling, da sind also so, ja, Punkte und da ist noch so Pflanzenzeug.
Und das ist aber ein ganzer. Wobei da auch wieder die Option bestehen würde, dass man es auseinanderschneidet, wenn man denn möchte. Bleibt einem ja selber überlassen, was man mit seinen Stempeln macht. Aber ich denke, ich werde ihn ganz lassen, weil dann hast du halt einfach auch wieder einen kompletten Hintergrund voll. Dann habe ich da das da noch mitbestellt, also einmal da der Zweig mit den Blättern, dann hast du da nochmal ein Blatt, dann ist da ein Stern und noch ein Blatt. Und da ist aber außen um, sieht man das, ja. Also da ist Schrift, also unleserlich, aber es ist Schrift mit drinnen. Und so Geschnörkel hat mir total gut gefallen. Das sind ja alles einzelne Stempel. Das heißt, ich kann ja auch super so einzeln hernehmen. Dann habe ich mir die da noch mitbestellt. Da ist einmal so eine normale Feder und einmal eine Pfauenfeder. Da ist auch wieder das Geschnörkel rundum. Das sind auch einzeln. Dann habe ich den Vogelstempel. Ich weiß nicht, wie viele Vogelstempel ich schon habe. Ich weiß es echt nicht. Ich muss so 10-mal zählen. Ich glaube, ich kann jetzt so eine eigene Stempelkategorie mit Vögeln machen. Bin immer hundertprozentig sicher. Ich glaube, das tatsächlich langsam rentieren. Ja, Vögelchen mit Schrift im Hintergrund. Dann sind da so Stricheln. Dann ist da so Krakelschrift, die kann man liest. Da unten ist schon so leicht holzmäßig aus, dann sind da noch so ein bisschen Noten im Hintergrund und da ist der Spruch auch noch dabei. Und der Spruch ist separat. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, Vögel, Schmetterlinge, was soll ich machen? Und mittlerweile eigenartig komische Tiere und sowas auch, ja. Mal ist kurz. Nein, nicht der da. Da haben wir alles Sechsecke, die was halt verschieden innen drinnen gemustert sein. Also da ist zum Beispiel ein Vogel innen drinnen. Na, das habe ich nicht gesehen, deswegen habe ich nicht bestellt. Ich habe bestellt, weil er mir allgemein einfach gut gefallen hat. Es ist Schrift mit drinnen, da sind Sterne, da ist so liniert, da ist so Geschnörkel. Ja, alles Mögliche. Ich hebe euch mal ein bisschen nach, dann seht ihr das. Also, ja, kein Sechseck wie das andere. Und sehr cool ist natürlich alles Einstempel. Aber das passt in dem Fall ja auch, weil das ist wirklich einfach so, um Hintergründe zu gestalten. Und habe ich ja gerade gesagt, ne, die komischen Tierchen könnten dann langsam auch eine eigene Kategorie kriegen. Ich habe sie nicht liegen lassen können. Nein, die habe ich einfach mitnehmen müssen in den Warenkorb rein und passt schon. Hauptsächlich bitte wegen ihm da. Also jetzt stellt euch einmal bitte wirklich eine Osterkarte vor, wo der Hase mit drauf ist. Also ich würde, wenn ich eine Karte mit dem Hasen kriege, ich würde mal einfach gleich schmunzeln anfangen, weil er witzig ausschaut. Ja, ist so. Das ist im Übrigen, also das soll einen Vogel darstellen, ja, weil der hat da Flügel. Der hat halt keinen Schnabel. Fragt mich nicht, was das für ein Vogel ist, es ist egal. Also es sind so, ja, da mal ein Fisch. Der schaut irgendwie verhältnismäßig normal aus, sage ich jetzt mal, bis auf die Augenbrauen vielleicht. Und dann mal auch nochmal eine Fischdame, würde ich jetzt in dem Fall sagen, weil die hat so den schönen Kussmund und hat auch, ja, ihre schönen Augenbrauen und da Rouge oder Sommersprossen, wenn man es jetzt nehmen will. Aber er ist einfach, bitte, er ist einfach nur genial. Also das Stempelset ist hauptsächlich wegen ihm mitgegangen. Ja, die anderen sind auch cool. Ich meine, ich habe sie ja nicht so mit Fische und Maritim und, aber ja, sie sind schon sehr cool, wohl, muss ich schon sagen. Und der Vogel ohne Schnabel, der hat auch was. Ja, ich weiß, das ist absolute Geschmackssache. Manche werden sich jetzt denken, bitte, wie kann man so ein Stempelset überhaupt produzieren? Ja, wem kann denn das gefallen? Aber ja,
Es gibt ein paar verrückte Menschen, denen das dann schon gefällt. Aber jetzt habe ich was Liebsames. Schau mal. Ist sie süß oder ist sie süß oder ist sie zucker, zucker süß? Also die habe ich so putzig gefunden. Mit ihrem Zauber- oder Elfenstab in der Hand. Dann hat sie da wirklich da oben die Hadeln. So wie die Schmetterlingsfühler hat sie die dann noch oben auch, weil sie hat ja auch Schmetterlingsflügelen. Einfach putzig. Ich habe sie so süß gefunden. Und da ist dann noch so ein Schwammerle mit Herzen oben drauf. Und da ist auch noch so ein Herzi. Zuckersüß. Und die ist auch, ja, wohl, sie ist schon relativ groß. Ja, wenn die jetzt so verkaufen tust, hast du noch super Platz für einen Spruch. Ja. Kannst du Schwammerle da noch irgendwo neben sie hin tun. Die ist absolut herzig. Jawohl. Und dann kommen wir schon zum letzten. Ja, ich weiß, das Video hat irre lang gedauert, aber wie gesagt, 80% minus und ich habe zugeschlagen. Also ich bin mit meinem Budget, ich habe jetzt mal ein gewisses Budget, das ich ausgeben kann. Durch das, dass der Action bei uns eigentlich jetzt nicht viel gehabt hat, habe ich das immer, ja, aufgespart, kann ich eigentlich sagen, ja. Und das ist jetzt halt in meine ganzen Online-Einkäufe gegangen, die ich in letzter Zeit getätigt habe. Deswegen habe ich jetzt auch so viel online bestellt. Aber wie gesagt, mit der Bestellung bin ich jetzt eigentlich schon ins nächste Jahr gekupft. Also das heißt, jetzt im Dezember und im Jänner wird nicht wirklich viel gekauft. Also, aber sowas muss man ausnutzen, weil wann kriege ich Karabellstempel um 3 oder 4 Euro? Vielleicht nächstes Jahr Black Friday, wer weiß, aber das dauert halt nur lang. Deswegen habe ich einfach enorm gut zugeschlagen. Kann man wirklich so sagen, hat jetzt auch ein Batzen Geld gekostet, aber wenn es jetzt umrechnet, was Normalpreis war, darf ich gar nicht. Da hätte ich nie im Leben so viel gekauft. Ja, der letzte Stempel, den ich euch heute noch sagen kann. Wieder ein Vögelchen. Wie soll es denn anders sein? Aber der ist halt wirklich, ich kann ihn eigentlich so eine hin, traumhaft schön. Also einmal haben wir da das schöne Vögelchen. Dann haben wir da zig verschiedene Schriften im Hintergrund. Dann haben wir da so einen, sag ich jetzt mal, Kaffeetassenring, so in der Art. Dann sind da noch Sterne, da herum sind auch noch Sterne. Da ist so eine Zahl noch mit drinnen. Das schaut aus wie so ein alter Zeitungsartikel. Ja, ein Traum von einem Stempel, mit dem ich diesen Haul jetzt auch beende. Ja, das war's jetzt. Ich habe jetzt genau nur eine einzige Bestellung, auf die ich warte, oder? Ja, auf die muss ich noch warten, auf die Bestellung. Die habe ich aber schon vor längerer Zeit auch getätigt, aber da war was dabei, was für mich bestellt worden ist. Deswegen muss ich da ein bisschen länger warten. Wenn die kommt, zeige ich euch die natürlich auch noch. Und ja, sollte ich beim Action was kriegen, kommt halt vielleicht nur mal ein Action Haul online. Man weiß es ja nicht, ne? Aber ansonsten ist jetzt, wie gesagt, für dieses Jahr Schluss mit Bestellungen. Ich habe mein Budget jetzt auch schon überzogen und ja, jetzt ist fertig. Aber ich habe es jetzt, ja, ich habe es jetzt einfach ausgenutzt, weil ganz ernsthaft um die Preise und es darf nicht vergessen, es sind alles Markensachen. Also ich habe jetzt für viele Karabellstempel, ja, ungefähr das gezahlt, was ich beim Action für einen Stempel gezahlt hätte. Und habe aber einen Markenstempel da. Kein Silikonstempel, sondern wirklich ein Gummistempel, der man in 5, 6, 7, 8, 10, 20 Jahren wahrscheinlich nur genauso gleich stempelt. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gut, wer es bis daher jetzt hochgehalten hat, dem wünsche ich noch einen schönen Tag.
einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade habt. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Und jetzt war die Kamera aus. Genau, was ich nicht, wenn sie nur 2 Minuten gelaufen war, hat es gereicht. Nein. Also, ja, ich habe mich ja schon verabschiedet und von dem her, wenn ihr wollt, dann schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Tschüss. Ich hoffe, ihr schneidet es und ihr gescheit ab. Tschüss.